Preisübergabe stattfindet, bitte ich alle Mitwirkenden hier auf unsere Showbühne, denn das soll es im Großen und Ganzen schon mal gewesen sein von der OCV-Reis-Party. We will rock you. Ein kleiner Hinweis noch organisatorischerweise. Wir hatten natürlich dem Thema getreu auch entsprechende Nahrungsmittel für euch bereitgestellt. Ihr müsst da nur durch draußen durch diese Tür gehen und dann seid ihr im Freigelände und da gibt es chinesische Spezialitäten. Also Hund mit Reis, Katze mit Reis, Reis am Spieß und Katze ohne Reis, süß, sauer, die Nummer 52, wie ihr euch vorstellen könnt. So, ich denke, wir sind jetzt hier alle schon mal versammelt, alle, die an unserer Reisparty mitgewirkt haben. Und ihr hier unten habt euch sicherlich noch einmal unter, denn auf geht's zum großen Finale. Thank you.
der Tag nicht so schnell vergeht. Er ist ja auch noch nicht ganz vorbei und wir haben heute zwei wesentliche Dinge gelernt. Das, die erste Sache ist, in Japan, in China, in ganz Fernosten ist es gar nicht ganz so schlimm, wenn man mal von den Strahlungen absieht. Und wir lernen heute Abend, dass Frauen auch einmal richtig gute Ideen haben können. Das beste Beispiel dafür ist da drüben diese Regel. Es gibt hier bei uns, bei der Oelsnitzer Karnevalsvereinigung, einen Junggesellinnenabschied. Ja, wir wünschen der Braut jetzt alles Gute. Hoffentlich hat sie das richtig überlegt. Aber das ist eine richtig gute Idee. Könnte von mir sein, Junggesellinnenabschied hier bei der Oelsnitzer Karnevalsvereinigung zu machen. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Sommernachtsparty, unserer OCV-Reis-Party. Das Einzige, was uns noch bleibt, ist zu sagen, Herr Kapellmeister, einen Ausmarsch für diesen närrischen Hoffen! Tschüss und macht's gut!